So, da sind wir wieder hier in Chicago bei The Crew mit Meatball natürlich wieder, Servus, Jungs. der natürlich total den kranken Hot Rod wieder hat hier. Eins der wenigen Autos, der das im Beschleunigen mit einem Mini aufnehmen kann. Ja, und er haut gleich mal wieder ab, okay. So, muss mal versuchen, dass ich hinterherkomme hier. V8, Benzinmonster. Oh, da ging's rechts. Nein, an alle Einheiten. Fuck. Meistgesucht Garede. Shit, kann ich das hier abbrechen irgendwie? Wollen wir den Typen rammen oder so? Wo ist denn der Garede? Da ist er. Gute Frage. Ach, da, Wegpunkt, Wegpunkt setzen. Komm, den machen wir fertig. Na, dann los. Wow, trifft die Karre. Scheiße. Wo fährt denn der lang? Den holen wir uns. Kann man... Was ist denn jetzt? Jetzt... Fährt der auf dem Airfield oder was? Gute Frage. Ja gut, er wird abhauen. Deswegen... was jetzt? Wo geht's jetzt hin? Achte, du... Pass auf. Umdrehen. Oh, Scheiße. Ich hatte irgendwie noch Speed drauf in der... Wo ich in die Karte reingegangen bin. Wissen ja. Komm raus und bam! Da vorne ist der Skarede. Wird er jetzt noch verfolgt oder nicht? Ich denke schon. Dann wird er, glaube ich, nicht so schnell fahren, oder? Wenn nicht, forzen wir den einfach mal weg. Ja. Aber der fliegt irgendwie. Nee. Ja, jetzt haben wir noch gleich. Oh, what the hell. Oh, hier macht's Bing Bong. Ich ja, gehe doch lieber hier aufs... Verlegt. Wird er jetzt noch gejagt? Ich denke nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gehe ich hier wieder auf Seerohrtiefe. Ach, da hast du auch direkt ein Auto. Ja, ja, das meine ich jetzt. Bam. Gut. Ja, dann machen wir Blitzreise zum Herschel. Yep. Schade, waren wir jetzt echt zu langsam. Der Chauffeur. Ja, hoffentlich mit dem Mini. Stufe 95 auf einmal schon, hoppala. Ich glaube, mit Stufe 10 kriegst du, glaube ich, deinen ersten Kit sogar, oder mit 15 dann. Kriegst du dann gesponsert quasi. Oh, okay. Fahre Herschel Quake quer durch die Stadt. Oder auch Zeit. Bring mich an diesen Ort. Das Geile ist, wir reden unterwegs. Vorne hat er... Ach so, das ist ein Cooper S mit Works Kit. Ach so. Denk mir schon, hä? Hat er vorne hinten hin? Cooper S Endrohre und überall steht Works dran. Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Ja, dann zieht er mal ganz schön weg, der Mini. Na, doch nicht. Nö, nee, jetzt sind wir ziemlich gleich. Alter, was geht denn hier? Wie auf die Entfernung noch Windschatten hab, ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht. Aber hier jetzt abends, wa? Lichteffekte. Oh. Oh. Jetzt wurde es auf immer zurückgesetzt. Was? Verbindungsproblem. Ja. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Oh, 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 brems, Junge. Ja, noch, oder? Jetzt stand da gerade Warte auf Meatball. Ja. Was ist das? Rübler. Oh, shit. Okay, ich bin noch im Spiel. Ach, geht auf Zeit hier sogar. Hm. Jesus. Was ist das? Irgendwelche... Schrauber mit einem Gesser oder was? Ich kann's dir geben. Verhilf mir zum V4 und es gehört dir. Was brauchst du? Troy.
Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin wie vor. Schaffst du das? Ja. Gut. Packen wir es an. Alter, ich hab Leute von der Straße runtergerammt. What the hell? So, Leute, ich muss hier... Ich glaube, da vorne ist Ziel. Gib Gas, ich komm zu spät. Ja, ich gebe ja schon Gas. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ja, wenn ich das schaffe, reicht's ja, oder? Ja. Bam! Nee, Zeit läuft weiter. Ah, schaffe ich doch noch. Aber gerade so. Ah, jetzt schreibt mir der Eno gerade, ich habe nämlich gestern mal angeschrieben, dass er den Server vom Landwirtschaftssimulator mal updaten möchte. Gab's ja einen neuen Patch mit einer übelst langen Patchliste. Ja. Für alle die sich hier auch für Landwirtschaftsdingen, was auch immer, interessieren, zocken wir auch. Gab's jetzt schon lange kein Video mehr, wird aber wieder folgen. Da sind wir. Gut. Auf, wir haben musst du einfach mal reinschauen. Werdet da sehen, was wir da machen. Du bekommst ein Tattoo. So. Troy. Check die Karte. Du musst ein Rennen gewinnen. Dann gibt es das Tattoo? Ein Rennen muss ich gewinnen. Jetzt verdienst dir. Gut, wenn Herschel Craig das sagt. Dann musst du das wohl tun. Ja. Oh, jetzt spinnt er bei mir gerade wieder rum. Reintappen, raustappen. Na komm. War nicht so schwer. Dein Auto ist 890. Ach Mensch. So, hätte jetzt mal drauf achten sollen, wie viel EP das durch die Story hier gibt. Weil durch die Fahrtests mit immer so, was waren es, 50 EP ist schon ein bisschen mau, gell? Noch ist voll, ja, dann reiß an hier. Hallo, damit habt ihr jetzt nur rein, raus. Was? Boah, Bodenwelle übelst aufgesetzt. Oh, schon hat sie. Ach, das waren Baustellen, die ich vorhin gehört habe. Okay. Was ist jetzt hier? Wo? Wo? Mach mehr draus. Erziele ein mal zwei Stunt-Bonus irgendwas. Aha. So, und zwar haben wir jetzt hier... Oh, da bin ich wieder. Yo. Ja, sieht schon ziemlich fett aus, die Kiste. Alex, pack die Koffer. Geht auch ganz gut eigentlich. Auf Urlaub, ja? Wieder falsch. Du musst einem Mitarbeiter von mir einen Gefallen tun. Ich bin nicht ein Laufbursche. Das ist Arbeit. Ihn, na, mal schauen, ob wir das schaffen. Sagen wir Logistikexperte. Hat der Namen. Omar. Wir brauchen den Kerl. Triff ihn in Vegas. Vegas ist hier ein Stück weg. Ach, wir fliegen. Ja. Glaube ich, da in Stufe 10 Upgrade. Er fliegt ein bisschen tief mit seinem Flieger dadurch. Oh. Aber das stört anscheinend in Vegas keinen. Da haben wir ja die Oma. So ist man? So würde ich es nicht ausdrücken. Du musst Omar sein. Ja gut, das Outfit von ihm passt natürlich auch zum Auto, ne? Du musst ein Rennen für mich gewinnen. Ich habe eine Menge Geld gesetzt. Schaffst du das? Bla 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 bla. Okay, danke. Dann geht das jetzt mal los hier. Dass sie sich im Rückwärtsgang im Video alle anhören wie so ein alter Peugeot, hä? Mal sehen, ob Zoe aufs richtige Pferd gesetzt hat. Oh ja.
Sieht schon mal geil nach Wüstenrallye aus, ja? Vorsicht. Zoe sagt zu Lisa, dass ein Kinderspiel zeigt, was? Dass sie recht hat. Ja, ja. Hallo? Was ist denn da los? Verbindungsproblem, ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Weiter. So, jetzt hier Windschatten, sagst du? Das Problem ist bloß, ich bin größer wie die anderen. Ja, der Hubschrauber hat schon ziemlich den Schatten, oder? Ja, das macht nichts. Er hat es mich ordentlich quergestellt nach dem Jump. So Hubschrauber zu crashen, aber ging irgendwie nicht so. Ja, wenn es vom Timing her hingehauen hätte, wäre in seinen Rotor gesprungen. Oh, ich bin ja schon an dir vorbei. Ja, ja, mich hat's übelst quergestellt nach dem Jump. Ach so. Suboptimal. Oh. Oh, das war's. Oh ja, ich denke auch. Das Rennen geht nämlich nicht so lang. Machen wir das gleich nochmal, würde ich sagen. So, den ersten habe ich mal gedreht. Ja, vielleicht kriege ich es noch hin. Ich bin ja gerade eben auch in einem Schwung an vier Autos vorbei, weißt du? Aber wenn es mich hier immer zu übelst verreißt, nach einem Jump, dann ist das immer so eine Sache, ne? Endspurt. Wow. Oh, jetzt bin ich schon wieder Vierter. Oh Gott! Fotofinish mit dem Dritten. Oh, kennst du Honda Ridgeline? Das ist auch so ein Pickup, so ungefähr wie der. Ja. Gibt's irgendwie mit 3,5 Liter V6 oder so? Oder 3,8 Liter oder so? Der hört sich vom Sound an wie ein 350Z oder so. Ja. In so einem SUV, in so einem Pickup, wisst ihr? Wundert mich jetzt nicht bei den Japanern mit den V6-Dingern. Aber passt halt überhaupt nicht zu so einem Pickup, ne? Aber soundtechnisch sehr geile Geschichte, dass du denkst, oh, da kommt jetzt übelst der Reißer um die Ecke. Ja. Und dann kommt der Inner mit dem Pickup. Bam, cool. Level 10. Na, guck an. Jawohl, Auspuff, immer rein in den Mini. Plus 0, ja, toll. Stufe 128 ist er jetzt. Hey. Ist die Stufe die Leistungsstufe oder? Habe ich auch nicht so wirklich rausgefunden, aber ich schätze mal, das ist dann deine Leistungsstufe, ja. So, überspringen, wie er landet. Ja, okay, zack. Sind wir wieder. Oh, was denn jetzt? In New York hat sich über das 510 neuer Fahrzeugtuner freigeschaltet. Du kannst ihn jederzeit aufsuchen. Aber Gelände. Werd erst hier fertig, bevor du an neue Ausstattung denkst. Ja, da kriegst du, glaube ich, deinen ersten. Zeichnen sich durch Kraft und Vielseitigkeit aus. Sie sind ideal. Das hatte ich in der Beta hier, wie man auf dem Bild sieht, rechts unten den Ford Focus zu einem Dirt Car umgebaut. Das war ziemlich geil. Er fuhr zwar nur noch, wissen Sie, 180 oder so. Ja, aber er wäre es geil aus. Kann ja sagen. Boah, nach New York wäre jetzt schon eine ziemlich geile Sache. Beziehungsweise, was soll man jetzt eigentlich machen? Du musst, glaube ich, jetzt zu dem Tuner fahren. Mal auf der Karte schauen. Taschenspielertrick. Street wäre das. Ja, schon, hier blinkt der Tuner in New York. Der Geländetuner. Den Z4 ist zum Gelände umbauen. Ja, ohne Scheiß, ich wechsle mal kurz mal Standardmarkierungen. Wo ist hier meine Garage? Headquarter Detroit betreten. Mal auch mal den Z4 mal rausholen, weißt du? Mhm. Gucken, wie der sich so fährt. Und du kannst, glaube ich, die Teile, die du freischaltest und nicht ausstattest,
kannst du auch, glaube ich, in die anderen Kisten einbauen. Ja, okay. Frei. So, wir gucken uns jetzt mal... Jawohl, wir haben schon Fahrwerk, ein paar Teile von der Achse, also Rahmen und Achse haben wir ein bisschen von dem Pickup, von dem Hot Rod. Ah, bei Reifen. Wow. Ich habe Reifen Stufe 10. Von 1 auf 10 ist natürlich... Alter Verwalter. Mal gucken, ob du genug Kohle hast, ne? Ja, das ist ja so ein Ausstattungsteil. Ach so. Street Edition. Alter, hat das Teil gebracht, hä? Also bei der Beschleunigung habe ich 6153 Punkte, gell? Gott. Ich glaube, da bist du schon fast in meiner Kiste jetzt dran. Für 110 Bucks repariert? Visuell. Vorderer Stoßfänger. Achso, müsste man zum Tuner fahren, ne? Ab die Teile musst du dann beim Tuner kaufen. Ah, okay. Weil die Fänger sind schon ziemlich... Ja, genau. Sammlung. Zähl ich mal her, ja. Ah, ich könnte den Z4 in Serie erstmal... Ach, den RAM habe ich auch, oder was? Krass. Was, Gelände? Von Zoe bezahlt. Ach, Fahrzeugtuner muss erst entdeckt werden. Ah, okay. Ja, ich pack mal den Z4 aus. Dann können wir ja mal nach New York hinbraten. Zu dem Geländetuner, hä? Huh? Ja, da kannst du dich dann entscheiden, entweder du fährst selber, fährst mit der Bahn, was ich momentan bei den Verhältnissen in Deutschland nicht unbedingt empfehlen kann. Ja. Oder du fliegst halt mit dem Flieger. Wir machen mal Karte auf. Und so weit wäre es jetzt nicht unbedingt, sag ich mal. Wenn ich mich hier oben absetze. Ach, reinzoomen war ja mit Gas geben, meine Güte. Also, wir machen mal hier Geländetuner Wegpunkt und springen mal hier da raus. Mal gucken, können wir relativ viel auf der Autobahn. Jawohl, so muss er brüllen. Ja, Stufe 9 der Z4, ne? Wow. Über Kuppe Nossen drehen die Räder gleich sonst wie durch. Okay. Also bei 200 beschleunigt er gar nicht mehr im sechsten Gang. Aber ein Z4 im Dirt-Trim, das wäre krass. So was habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das sieht auch nicht so schön aus. Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen bei der Kiste. Also die Karre muss halt so einen GT-Style haben. Oh, what the fuck? Oh, okay. Yo, quer geht da natürlich. Ja, quer geht immer. Aha. Warte mal. Aber auch davon, ey. Noss ist voll. Ja, gleich wieder leer machen, ja. Was ist da los? Oh nein, Bulle im Anmarsch. Aber der fährt sich auch geil. Muss man echt sagen. Nicht so, gar nicht so schwammig unbedingt. Mhm. Aber Leistung fehlt ihm. Kann ich Teile bei Mini ausbauen und bei dem einbauen? Nee, Teile kannst du glaube ich nicht ausbauen. Sprich, müsste man alles nochmal fahren.
Ja, obwohl, ist ja eigentlich Bockwurst. Man kann ja jetzt die ab Stufe 10 da weitermachen, ne? Genau. Gibt's halt gleich ein paar mehr Stufen für das Auto, anstatt immer bloß 5 oder so. Ja, und deine Autos werden halt automatisch auch mit upgegradet. Stimmt, da stand was, ja, wo ich Stufe 10 geworden bin, dass alle Autos nur 2 Stufen aufstiegen oder so. Genau. Aber 2 Stufen, ja. Oh, man sollte schon auf die Straße gucken. Und nicht auf den rechten Bildschirm. Bam! Oh oh. Ach nee, das war ein Krankenwagen. Hat nur Blaulicht gehört. Was ist natürlich für ein Quatsch ist, ne? Dass wenn du NOS drückst, da hinten sonst was Blaues rauskommt. Ist kein AdBlue. Aber du fährst schon 250, oder? Ja, warte mal. Ja. Mei. So, wir haben noch 13 Kilometer. Auf arge Vermutung, dass wir das in dieser Folge gar nicht mehr schaffen werden. Jo, Kollege, warte mal auf Windschatten hier. Ja. Ja, warte mal auf Windschatten. Ey, 2,70 fährt der Schinken. Ich glaube nur. Oh! Jo, sehr schön gemacht. Also Handling hat er, der braucht einen Street Trim. Aber der Durchzug hier im fünften Gang ist, gerade dann auch im sechsten Gang, ist schon echt mager. Also bei 240 im sechsten, das ist schon mal anständig. Oh. Aber ich glaube, dann kommt auch... Oh, shit, da hat es mich zerlegt. Okay, zum Glück ist hier extrem breit und vierspurig und was nicht alles. Weil die vier Spuren an alle Einheiten. Oh fuck, jetzt geht's los. Yo, bam! Total Schaden. Was ist PE nochmal? Performance. Ah. Handling technisch nicht so einfach, hier da durchzufahren. Was ist Performance und was ist jetzt Unterschied zwischen, Street? Ja, das sind halt die verschiedenen Kits. Bisschen leistungsstufenmäßig, ein bisschen höher. Aber halt auch noch, sagen Straße halt, mit ein bisschen mehr Leistung. Okay. Siehst du, wie hier durch die Leute durchknallen, ja? Ja, ja. Ein Begaster. 300. Also nicht ganz. Jetzt wird er wenig. Wer langsamer, weil ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. jau. Ja, war ein schönes Ding. Mhm. Also ich habe jetzt ein ganz besonderes Lackdesign. Mhm. So, tja, da sind wir aber auch schon wieder am Folgenende angekommen. Jetzt sind es ja auch nur noch ein paar Kilometer. Ich sage jetzt einfach mal bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann in New York. Macht's gut. Ja. Tschüss. Bis dann.